Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, euch heute zu unserem Parteitag begrüßen zu können, der ganz im Zeichen der Energiewende steht. Ich begrüße als unsere besonderen Gäste heute Stefan Taschner, Initiator und Sprecher des Berliner Energietisch, der Initiator des Volksbegehrens für eine Energiewende. Ich begrüße außerdem und zum selben Thema hierher gekommen Beja Stickel, Vertreterin der Genossenschaft in Gründung Bürgerenergie Berlin. Und ich freue mich, dass Axel Vogel hier bei uns ist und auch zum Thema Energiewende sprechen wird, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Brandenburger Landtag. Außerdem begrüße ich Micha Kramer und mit Micha Kramer praktisch unsere Abgeordneten im Europaparlament, Renate Künast, unsere Fraktionsvorsitzende im Bundestag und mit ihr die anderen Bundestagsabgeordneten, die hier noch eintrudeln werden. Ich begrüße den Vertreter einer befreundeten Landesvertretung, den ich soeben gesehen habe, Volker Ratzmann. Und ich begrüße selbstverständlich die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und der Stadtgesellschaft, die wir eingeladen haben. Und jetzt kommt erstmal eine Ansage, die entscheidende Hälfte der Gäste hier im Saal freuen wird. Gestern war Equal Pay Day. Ihr wisst, dass es immer noch eine Lohnlücke von 23% gibt. Und deswegen ist heute für alle Frauen hier das Catering um 23% billiger. Okay, also Frauen, bitte nützt diese Gelegenheit. Ihr macht, ihr esst ja nicht für euch, ihr tut es praktisch symbolisch und aus politischen Gründen für die Rettung der Welt. So, dann bitte ich euch, kommen wir zu den ernsten Dingen, bitte ich euch die Mandatsprüfungskommission zu bestätigen. Das sind Carola Scheibe-Köster, Giselle Orlowski, Eliane Hartert, Diana Schinkel und Audrey Fodan. Wenn ihr einverstanden seid, dann bitte ich euch um euer Kartenzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Sehe ich nicht. Damit ist die Mandatsprüfungskommission bestätigt und ich bitte um den Bericht. Audrey, sind wir beschlussfähig? Wir sind beschlussfähig, wunderbar. Ja, und was wir natürlich auch brauchen, nicht nur angesichts der langen Tagesordnung mit der vielen Anträge, ist ein super Präsidium. Wir sind glücklich, dass sich 8 Menschen bereit erklärt haben. Die möchten wir euch gerne vorschlagen. Und zwar handelt es sich um Cordula Streich, André Stephan, Andrea Gerbode, Silke Gebel, Bola oder Lobo, Felix Banaschak, Elfi Janssen und Katrin Schildberger. Ich bitte euch, diesem Präsidiumsvorschlag eure Zustimmung zu geben. Wenn das der Fall ist, vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Und damit können wir diese Versammlung in die Hände des Präsidiums legen. Vielen Dank.